Hallo, ich begrüße euch zu unserer Werkstunde und ich möchte euch heute zeigen, wie man solche Männchen und Figuren aus Fett und Saaten und Vogelfutter zubereitet für die Jahreszeit für die Vögel zum Raushängen. Du brauchst dazu Fett, das fest wird. Ich habe für diese Männchen Kokosfett verwendet. Das ist so weiß und ganz hart. Du kannst aber auch Fettreste verwenden, zum Beispiel wenn die Mama aus Butterschmalz Schnitzeln rausbäckt. Du tust es dann filtern und fest werden lassen und dann ist es nicht verschwendet, den Vögeln macht es nichts aus. Dann habe ich Vogelfutter verwendet, im großen Sack. Das schaut dann so aus, da sind verschiedene Körner drinnen. Und ich habe noch geschaut im Küchenkastel, ich habe noch Sesam gefunden. Mohn habe ich noch verwendet. Haferflocken. Du kannst aber Müsli verwenden und vielleicht hast du vom Nikolaus noch Erdnüsse übrig. Alles, was du ein bisschen verwerten möchtest, nur süß soll es nicht sein. Kein Müsli mit Schokolade oder sowas. Dann brauchst du zum Arbeiten diese Keksschwärmchen, die ich da vorbereitet habe, und Backpapier und eine feste Unterlage. Ein kleines Schüssel zum Anrühren von Fett und Saaten und einen Topf, wo du das Fett, für das du dir entscheidest, schmelzen kannst. Nachher, um die Figürchen aufzuhängen, habe ich Schnur verwendet. Egal welche eigentlich, nur zu glänzen soll es nicht sein, weil sonst fürchten sie die Vögel womöglich. Eine Schere zum Abschneiden, wie immer. Und einen Spieß oder einen Zahnstocher, mit dem du ein Loch machen kannst in die Förmchen. Und ein Messer, das dir ein bisschen hilft, das rauszugeben. Okay, und dann geht es auch schon los. Gut, als erstes habe ich das Fett, für das ich mich entschieden habe, in das Töpfchen gegeben und bei kleiner Hitze schmelzen lassen. Bis Sie aufpassen, das kann heiß werden, vielleicht unterstützt ihr ein Erwachsener. Wichtig ist, dass du es nicht verbrennst, immer mal ein bisschen aufpassen. Und dann das Fett abkühlen lassen, circa eine Viertelstunde, dass du es weiter verarbeiten kannst und du dich nicht verbrennst. Dann habe ich mich eben für die verschiedenen Saaten entschieden. Ich gebe in meine Schüssel noch mal ein bisschen Sesam. Die Vögel mögen das alles und das ist sehr gesund für sie, weil da ist ein bisschen Fett drinnen und das, so kommen sie gut durch den Winter. Ich habe Mohn verwendet, ein paar Haferflocken. In dem Fett bindet sie das dann alles zusammen und kann sie auch nicht aufweichen. Das ist ganz wichtig, weil wenn sie Vogelfutter aufweicht, das ist das gemischte Vogelfutter, dann würde das draußen frieren und die Vögel könnten das nicht mehr essen, würden krank werden. Ich mische das im Vorfeld ein bisschen durch. Du siehst, was ich da alles drinnen habe jetzt. Dieses Kokosfett dazu, das gebe ich auch löffelweise hinein und zwar deshalb, damit es nicht zu viel wird. Probieren wir ein bisschen, ein paar Löffel, dann mische ich das durch und sehe, okay, das ist vielleicht noch ein bisschen zu trocken, so kann ich es nicht gut in meine Förmchen füllen und gebe deswegen noch ein bisschen was dazu. Ein Löffelchen. Gut. Jetzt wird das passen. Gut durchmischen. Dass überall alles gleich ist. Und jetzt stellen. Und dann
habe ich eben diese Keksausstecher vorbereitet, ein bisschen größere, damit die auch nicht gleich aus sind und damit du es dann gut wieder aus der Form lösen kannst. Immer jetzt ein Herz machen, habe das auf ein Backpapier gelegt und auf eine harte Unterlage, ein Brett habe ich genommen. Und dann füllst du deine Saaten, Vogelfuttermasse in diese Förmchen ein. Du kannst dir natürlich gleich leer vorbereiten. Ich habe jetzt mal für eines vorbereitet. Verteilen, gut ausputzen, dass da nichts verschwendet wird. Und in der Form glatt streichen. Kommt unten ein bisschen überschüssiges Fett raus, das macht aber gar nichts. Dafür habe ich eben dieses Backpapier. Und dann muss das fest werden. Und du kannst dich entweder dafür entscheiden, dass du es einfach rausstellst, wenn es ein kalter Tag ist, oder dass du es in die Tiefkühltruhe stellst. Das ist auch möglich. Wesentlich ist, dass es kalt ist und keine Sonneneinstrahlung drauf ist, sonst wird es einfach nicht fest werden. Und das mache ich jetzt. Und wenn es fest ist, sehen wir uns wieder. Du siehst, die Masse im Förmchen ist fest geworden. Das kann man gut daran erkennen. Erstens kann ich es hochheben. Und zweitens ist das Kokosfett, das ausgetreten ist, am Rand fest geworden und weiß. Das brauchst du nicht wegwerfen. Das kannst du für deine nächsten Förmchen, die du machen möchtest, einfach wieder schmelzen und neu verwenden. Jetzt geht es nur mehr darum, das aus der Herzform rauszubringen. Und dafür verwende ich ein spitzes Messer, gut aufpassen, aber ich weiß, dass du das machst. Und eine Unterlage, ich bleib auf meinem Brett und auf meinem Backpapier. Und einfach nur, du brauchst gar nicht schneiden, du stichst ein bisschen da rein und löst die Ränder. Mal ein bisschen festhalten. Und einfach, du kannst es schon sehen, die Form dehnt sich ja ein bisschen. Wenn du so normale Keksformen verwendest, ein bisschen reinstecken und du kannst immer wieder mal schauen. Ich probiere das gleich mal. Geht es schon raus? Ja, es geht schon raus. Siehst du? Form zur Seite legen und das Herz in der guten Form angenommen. Da sieht man die Saaten, da ist es mehr mit dem Kokosfett. Und jetzt möchtest du ja deine Form so wie bei dem Schneemann aufhängen. Und da braucht man jetzt ein Loch für den Faden. Und dafür verwende ich auf der festen Oberfläche so einen Holzspieß. Hat vorne eine Spitze, kannst aber auch einen Zahnstocher nehmen oder so eins aus Metall. Und mit dem machst du jetzt ein Loch. Und bitte nicht zu weit am Rand, denn sonst ist es leicht, dass dir das Loch ausreißt und das wollen wir nicht. Ich wähle circa die Mitte oder das obere Drittel. Und beginne jetzt mit meinem Spieß da ein bisschen zu bohren. Da gehen vielleicht ein paar Körner zur Seite, das macht aber nichts. Die kannst du auch verwenden für das nächste Mal. Oder den Vögeln einfach rausstreuen und schau, es ist schon gegangen, es ist schon durchgebohrt. Ich werde das jetzt ein bisschen ausweiten, dass es mir leichter fällt, meinen Faden da durchzuführen. Ich habe eine dünne Schnur verwendet, ganz einfache, und die stecke ich da jetzt durch. Das geht ganz leicht, nicht zu kurz, und oben einen festen Knoten machen oder zwei einfache, wie dir das leichter fällt. Und mit der Schere, die ich vorbereitet habe, schneide ich die Reste weg und schon ist es fertig. Unsere Futtermännchen für die Winterfutter.